das sind böse Leute. Ja, mal Initiative würfeln. And it's 20 plus. Was haben die alles da? Der hat plus 2. Ich hoffe, Kirill, du hast dein 1 gegen 20 schon trainiert. Also ich sag's gerne, ich habe 5. Ja, die sollen rückkommen, diese Schweine. Was habe ich gewürfelt? 19. 19. Die zweite hat. Was hat sie? Moment kurz. Erst aber bei der Initiative würfelst du schon immer sehr hoch, kann das sein? Ja, super geil. Der hat 50 plus 10. Ja, wirklich, deine haben immer 18, 19, 20. Sie hat 18 Stück gehört. Wo ist denn das jetzt? Moment kurz, ich muss den Ding suchen. Ah, da. Der hat wie viel? Okay. Und die haben mir auch das Bersten die HP auch. So. Was habe ich für sie gewürfelt? Noch gar nichts. Sie hat auch das gleiche. Er endet 20 plus 2. 14. Und der andere hat auch dasselbe. Ah, super. 21. So, und jetzt ist da mal die da dran. Die tun wir dazu. Add Turn. Gut. Wer hat schon gewürfelt? Der Dominion hat 5. Ist nicht so viel, gell? Ich habe noch nicht gewürfelt. Was? Da wo? Du hast gewürfelt. Ich scheiß jetzt nicht. So, Shalila muss ja auch noch. 20 plus 3. 19. Nava, wie viel? Sag das bitte auch, weil sonst muss ich aufscrollen. Auf was? 8. 4? Na, 8? Ich hab 15,02. Du hast nur für dich gewürfelt, Martin, nicht für den Nav. Oder? Na. Moment. 20. Na, ich hab 8, Nav hab ich noch nicht. Na dann, Nav noch bitte und dann geht's schon los. Bellt dein Hund? Mein Hund bellt nicht, ich hab keinen Hund. Ich hab 22 gewürfelt. Ich hab schon einen Drang, ja. Okay. Ich bin mir wieder noch nicht anwechselnd. 7. So. Zuerst ist der David dran. Ne, ich bin nicht einmal dort, eigentlich, oder? Ja, dann muss ich rennen. Ja. Gut, passt. Weiter kann ich nicht laufen, glaube ich. Weiter kannst du nicht laufen, ne? Du kannst nur doppelte Bewegungsrate machen, ne? Genau. Was denn den vorher machen gesagt? Ja, du, wann kannst du nur da herstellen? Du kannst nicht dort. Warte, lass mich mal schauen. Du bist da gestanden, ne? Psst. Genau, da ungefähr. Okay. Psst. du kannst nur bis maximal daher. Glaube ich, ne? Hast du 80 oder? Warte mal kurz. Mit 80 kommst du. Ah, du kannst ja daher. Ich glaube, du hast 40, ne? Du kommst nicht daher. Passt. Dann ist der da dran und der sagt auf Goblinisch irgendwas zu den anderen zwei. Genau. Und schießt auf die. Die Shalelu hat es aber verstanden. Ja. Der schießt auf die mit Pfeil und Bogen nochmal. Ah, trifft aber nichts. Shalila ist dran und die geht da rein. Kommt natürlich nicht ordentlich rein da. Was daher und sagt ihr, die wollen, dass wir sie alle töten. Und schießt einmal. Wir vergessen, dass sie plus 2 auf die ganzen Goblins kriegt. Das heißt, sie hat eigentlich, wenn sie Rapid Shot macht, hat sie innerhalb der 30 Foot, hat sie sogar nur plus 1 auf dem Dings. Aber passt. Also sie greift den Pfeiltypen an mit plus 2 sind 16, das geht sie aus und der macht 8 Schaden. Plus 8 und dann ist der Typ drauf. Der fängt auf, goblinisch zu reden. Und während er redet, kommt von hinten hinter seinem Thron.
und wo ist das da? Was ist das überhaupt für ein Raum? Was sind das da so für Vierecke? Hast du zugehört, was ich vorgelesen habe vorher? Du hast den nicht erklärt. Ich habe okay. Ich habe genau vorgelesen. Viereckige Holzpfeiler stützen die Decke. Sie sind mit Eisenspitzen gespickt. An der unteren Hälfte sind Dutzende abgeschlagene Hände, bla 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 bla. Da sind okay, vier Dinger drinnen. Habe ich verdrängt und überall hängen Fälle. Stimmt. Genau. Okay. Ja. Gut. Also der hat irgendwas geschrien, also geredet, und während er geredet hat, kommt von hinter seinem Thron so ein Viech hervor. Das hat mit seiner Initiative, das ist 19. Und charged auf dich zu. Und jetzt muss ich den nachschauen, das ist so ein 20. Das ist so ein komisches Klebezungenviech. So, und greif dich an. Also greif dich an, beißen. Ja, und jetzt 20 plus 2. Franz, sehr beliebt. Durchkurs. Das geht sich nicht aus. Und er selber. Der hat beschworen, der kann sonst nichts machen. Der hat nicht beschworen. Das ist keine beschworene Kreatur, die hat sich einfach hinter seinen Dings versteckt. Er macht aber nichts, sondern ruft noch etwas. Und dann kommen. Kommt da einer, springt einer von dem Pfeiler runter, der sich oben versteckt. Da auch. Und die sind auch mit seiner. Gott, die greifen auch mit seiner Initiative an. Alter, ist das mühsam. Sagen wir, wir haben den Kampf gewonnen, oder? Nein, das geht schon. Also. Einigen wir uns auf unentschieden. So, die haben auch einen 19. 19. Gott, ist das umständlich da, was ist denn das? Das soll jetzt nicht so ruckeln dort. Das ist alles viel einfacher. So. Gecko war schon da. Dann kommt der Dolly da. Passt. Und die sind da jetzt auch drin. Und der eine stellt sich darüber. Und der andere stellt sich hierher und greift auch den Kyrin an. Mit 4. Trifft aber nicht. Passt. Und dann ist dann. Aber jetzt ist es zugemacht. Super. Weg ist er. Super. Und dann ist dran. Da hat die Dolly. Wo sehe ich nur, wie viele Bewegungspunkte ich habe, wie weit ich gehen kann? Das wollte ich nur fragen. Zweimal 30 Fuß. Okay. Wenn du denn da hast, zweimal 30 Fuß. Na warte. Du hast ja lineal. Das ist lineal. Hört das. 30 Fuß, dann gehe ich mal. Das sind 30 Fuß. Mal sehen, wo ich da bin. Und das. So geht das nicht! Ja, also du kannst natürlich nicht in einem Feld deinen Zug aufhören, wo ein Verbündeter oder ein Gegner steht, ne? Ist ja klar. Was kann ich nicht aufhören, oder was? Du kannst deinen Zug nicht beenden in einem Feld, wo ein Verbündeter oder ein Gegner steht. Auf einem meinst du? Ja, in einem Feld. Ja. Um Ulm herum. Also, gehst du noch weiter oder? Ich würde mich hinter die Warner stellen. Na, dann mach das. Das ist immer so. Gut. Geht, nehme ich aus. Dann. Ich greife mir sogar Fans an. Unter die Erwartungen. So. Dann ist die komische dran, die mit dieser Peitsche. Und die macht. Die fängt an zu singen, glaube ich. Was macht die? Nein. Echt? Genau. D20. Henrico. Nein, ich kämpfe nicht, ich singe. Genau. Die fängt an zu singen und. Happy Birthday! So ähnlich, ja. Genau. So richtig Death Metal. Verreckt! Sterb! Feuerball! Bla bla. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot.
Ding Dong Dick. Wo war das nochmal bei den Modifizen, oder? Bei Hot Shots. Achso, da können wir uns aussuchen. Bei sagen, ja. Okay. Wir spielen noch unser Plus 1 auf alles, passt. Lied, ne? Gut. Und dann geht's hier noch hier, Lied, das andere. Hierher und singt weiter. Und dann ist der Ultan dran. So, wir müssen schauen, was das für Auswirkungen hat überhaupt. Aber also. Ich weiß schon. Ja, wenn ich da umgehe, kriege ich einen Gelegenheitsangriff, ne? Ja. Ja. Hätte ich mir schon fast gedenkt. Ja, eigentlich, wenn ich da umgehe, kriege ich zwei VM und VM, ne? Na, vom anderen nicht. Zu dem oh ja, vom anderen auch. Echt? Oh ja, weil die beide schon drauf waren. Also ist das scheiße. Okay. Also ja. sollte ich eigentlich nicht mal. Ja. Du kannst auf den schießen da. Zum Beispiel. Ja, auf den kann ich auch schießen. Den ziehe ich auch. Den ziehe ich und den ziehe ich auch noch. Ja, dann schieß auf irgendwen, auf den Sticks. Die sind gefährlich außerdem, die haben plus 4. Ja. 20 plus 4. Genau. Also jetzt haben sie mehr. Die mit dem Sperren. Ja. Genau. Okay, also. Sagt er sich, dass er dumm reinlaufen muss? Ich könnte natürlich jetzt den Dings benutzen. Den Dings? Staff. Den Staff. Warte mal. Ein Staff. Ein Staff Sergeant. Was für ein Stapel bin ich von Winston da? Staff of the Master, Alter. Genau, Staff of the Master plus 1. Execute Enemies plus 5. Ja, ich glaube, das also war der. Also der Typ hat oben noch was gesoffen, noch so einen Trank hintergestellt vorher. Gibt's. Ja, Produce Flame. Ja. Sind die 6. Ja, dann mach einmal. Du hast ist das nicht ein bisschen wenig? Ich meine, da macht er mehr Schaden, wenn es hinhaust, oder? Nein. Also, kommt hier auf Server nur Treffer da mit denen. mit dem ist es einfacher zum Treffen, ja, viel einfacher. Ja. Also, die Großen haben. Wo ist denn das? Was sind die jetzt? Genau. Außerdem brennt er nachher, ne? Okay, ja. Ja, ich mach Produce Frame auf jeden Fall. Ne, du machst Produce Frame, dann kriegst du die Flammen und dann kannst du in der gleichen Runde, wenn du stehst, dann noch angreifen, ne? Ich meine normalerweise nicht. Normalerweise castest du eine Runde und dann greifst du auch, aber ausnahmsweise kannst du es jetzt gleichzeitig machen. Und du greifst halt ganz normal mit einem. Du hast ja dann Produce Frame, da kriegst du ja eine gewisse Anzahl von solchen Flammen, ne? Beziehungsweise du kriegst da so eine Handvoll Flammen und die kommt immer wieder. Eine bestimmte Anzahl von Mal, ne? 20. Ich hol mal schnell was zum Trinken. Flame. Okay. Wieso muss ich immer dieses nachschauen, Alter? Also. Genau, du machst 1d6 plus 1 Schaden. Genau. Und es hält 1 Minute pro Level oder. Each attack reduces the remaining duration by 1 minute. Also 1 Minute pro Level. Das heißt. 3. Das heißt Level 3, genau. Ja. Und du machst 1d6 plus 3 Schaden und hast 3 Schüsse quasi. Mit einem Cast. Und normalerweise castest du es da runter und dann kannst du das schießen. Ne? Aber in der Runde ausnahmsweise kannst du es casten und dann auch gleich schießen. Mit Stab? Auch mit ist dem Stab, wurscht. Ja. Das ist wurscht. Das ist trotzdem eine Standardaktion, den. Zauber auszulösen. Okay. Das heißt, was mache ich jetzt da? Ja, du kannst ganz normal einen Touch Attack gegen anmachen, den du ziehst. Ja. Hm. Mit dann den 1d6. Ich würde es manuell würfeln. Hm. Geht wahrscheinlich ein bisschen einfach. Ich meine, du kannst da Marco auch gerne schreiben, aber bis zum nächsten Mal vielleicht. Der Touch Attack ist ja unter Attacks. Was? Das ist ein Touch Attack, kannst du ja anklicken unter Attack. Ja. Zum Beispiel. Echt? Natürlich. Naja, nein, das ist. Mach einen ganz normalen AW20 plus den, was du Ding hast, ne? Den Bonus, was du hast. Na, ganz normale Melee ist das, ne? Nein, es ist ein Ranged Touch, das heißt. Das ist ein ganz normaler Ranged Attack. Und du greifst aber seinen Touch-Tag an. Das heißt, du triffst einfach nur einfacher. Range, genau, Öfe. Das ist ja falsch. Range. Wieso? Er soll einen
Touch Attack machen und keinen Range Attack. Aha, Kyrill, Alter, bitte. Fresse halten! Na, Alter, schau. Ein Range Touch Attack ist, wenn du auf Entfernung etwas angreifst, dass du nur berühren musst, damit der Effekt zustande kommt, ja? Das heißt Range Touch Attack, also entfernter Berührungsangriff, ja? Das heißt, die Flamme muss den Gegner nur berühren, damit sie einen Schaden macht. Es muss nicht durch die Rüstung durch, ja? Deswegen zählt man den Rüstungsbonus nicht dazu und das ist ein Touch Attack. Es ist aber trotzdem ein normaler Range Attack, das heißt, du würfelst ein W20 plus deinen Dex-Bonus und schaust, ob das, gegebenenfalls mit Point Blank Shot, weil das zählt auch dazu, und dann schaust, ob das höher ist als der Touch Attack, als der Touch AC vom Gegner. Oder die Berührungsrüstungsklasse ist das dann. Ne? Ja, mich hat es noch gewundert, dass da Ranged Attack steht. Wurscht, passt schon. Ja, es passt schon. Okay. Dreimal oder was? Nein, nichts dreimal. Du einmal pro Runde magst es. Einmal pro Runde, ja. Ja. Also. Normalerweise nehmen wir den ersten, aber nehmen wir in dem Fall den zweiten, damit du mal auch was triffst. Der zweite trifft und du machst deinen Schaden, 1W6 plus 3. Ich habe 9. Was? Du hast plus 9 tippt. Ups. Nein, 1W6 plus 3. Ein Würfel hätte ich mir vorgestellt. Ein Würfel 1W6 plus 3, 15. Okay, passt. Ja, in dem Fall war es 6 plus 3 gewesen. Nein, du würfelst jetzt 1W6 plus 3. Okay. Also, minus 4, passt. Und Produce Frame hast, also die Gegner werden nicht in Flammen gesetzt dadurch, ne? Also, zumindest steht es nicht im Dings drin. Also, muss er nichts machen. Würfeln? Nein, ich müsste gar nichts würfeln. Der Narf ist jetzt dran. Ja, der Narf kommt aber nicht vorbei, gell, ohne dass er attackiert wird. Ja, lass ihn stehen. Oder halt ziehen. Ja, aber er steht jeden im Weg, ne? Ja. Also stell ihn nicht rein in den Raum. Naja, ich kann ihn rundherum rennen lassen. Also, plötzlich. Wie viele Gegner gibt's da? Dann. Wo willst du noch rundherum rennen? Du darfst nicht vergessen, eine Ratte kann keine Türen aufmachen. Achso, okay. Ich sag das nur. Naja, stimmt, ja. Na, dann steht das jetzt daher. Okay. So, der Roger ist dran. Für mich stellt sich die Frage, ob es geschickt ist, einen Schritt nach links zu gehen. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit. Ja, oder? Ja. Naja. Oder ob ich nicht doch besser stehen bleibe. Was macht denn der David? Der David macht Nahkampfschaden, nicht Fernkampf, gell? David Nahkampf, muss ja. In Nahkampf. Nur der Olli sind Fernkampf. Okay, ja, dann ist geschickt, ich stelle mich rüber, weil der David ist nach mir dran, der kann sich dann daherstellen. Wo ich jetzt stehe. Ja. Oder? Ja. Und meiner Meinung nach ist das viel gefährlicher. Und ich mache jetzt aber keinen Cleave Attack, weil sonst bin ich hin. Mach den Super Stomp. Den Power Attack meinst du? Mhm. Was habe ich auf dem noch einmal? Naja, ist minus 1 auf Attack, aber. Dafür was? Dafür plus 2 Damage. Genau. Also, ja. Ja, probieren wir es mit dem Power Attack. Auf den mit dem Speer. Genau, na dann. Trifft. Ja. Kein Crit und macht 10 Schaden. Ja. Ja, 10 plus 2. Also 12. Achso, nein. Hat er das jetzt mit 1? Das ist schon drinnen. Ich habe das Marco Exit so geschrieben. Ne? Sollte drinnen sein. Deswegen sind es auch plus 6 Schaden. Ne? Normalerweise ist es plus 4 Schaden und mit plus 2 ist dann plus 6. Ne? 4 plus 6, ja. Dafür gibt es ja das Marco, ja. Da David ist dann. Die Ivana. Ivana Schlitzinski. Ivana Schlitzinski. Ich muss mich mal daher bewegen. Ja. Und geh auch auf den mit dem Speer, auf den wir alle gegangen sind. Ja, ich komme da mal hin, du. Wieso? Weiß ich, hab gedacht, du bist 2 Runden lang. Achso. Passt. Da kriegst du aber einen Gelegenheitsangriff von dem Gecko, ne? Wieso?
Ja, von, genau vor den Gecko hin. Ja, von dem Feld auf das Feld. David. Aber das sieht mich ja da nicht. Was, das kann so angreifen, oder? Ja, von daher auf das nächste Feld kriegst du einen Gelegenheitsangriff. Das ist scheiße, das ist ja immer nicht da. Wieso? Das ja, weil das ums Eck ist und da. Ich meine, auch nicht, ich auch, aber ja, ist okay. Ja, du, hast nur, ist. Du hast nur plus 2 AC, weil du hinter der Ecke stehst, während du aus dem Feld rausgehst. Aber sonst normal ist normaler Angriff. Ich glaube, ja, habe ich da plus 2 oder was hat denn der jetzt gehabt? Also plus 2. Plus 2 war der. Ja, plus 2. Also 21, machen wir einfach 21, weil dann tun wir das gleich wegrechnen. Jetzt trifft eh nicht. Also, wir waren es dran. Immer noch. Mhm. Ja. Dann gehe ich gleich auf den. Okay. Auf wen gehst du jetzt? Na, was ratst? Ich gehe mal auf den, der mich angreift. Ich habe es befürchtet. Na, natürlich. Ist das ein normaler? Nice. Ja, das passt schon so. Okay. Trifft und macht 8 Schaden, ne? Ja. Genau. Sehr schön. Dann ist der mit dem Pfeil wieder dran. Der schießt auf die. Auf den Roger. Jetzt 20 plus 0 hat er eigentlich, weil er jetzt in Nahkampf schießt. 14 trifft nicht. Shalilo ist dran. Die Shalilo läuft da vorbei. Kassiert einen Gelegenheitsangriff von dem mit dem Speer. 4. Vom anderen nicht, weil sie schon neben dem gestanden ist, oder wie? 1 trifft nicht. Nein, weil der hat seinen Gelegenheitsangriff schon. Achso, na Blödsinn, stimmt vom anderen auch, weil der die neue Runde hat er angefangen. Na Blödsinn, weil die Ivana hat die neue Runde angefangen. Also vom, der Gecko hat seinen Gelegenheitsangriff schon verbraucht gehabt. So, dann greift sie einmal an und zwar den Typen, der da hinten auf dem Thron immer noch sitzt. Ich habe vergessen, bei den ganzen Angriffen jetzt plus 1 dazu zu rechnen, ist wurscht. Das wäre bis jetzt, glaube ich, wurscht. So, und sie greift an, sie trifft ihn auf jeden Fall, kriegt es keiner und 8 Schaden. Ja, wäre cool, wenn ich das 8 Schaden passt, dann ist der Große dran. Macht sie nicht der last. Was? Achso, sie hat sich zu weit bewegt, passt schon. Zu weit bewegt, ja. Der macht folgendes, der stellt sich daher. Gut. Der Gecko ist dran, der Gecko greift die Ivana an, ja. 20 plus 2, also plus 3 eigentlich, weil ich hatte ja diesen Bardic-Song da. Das sind ja alle inspiriert, trifft nix. Dann der erste mit Helm greift den Kyrill an mit plus 5. Das geht sich aus, ne? Ja. Eine 8 plus 2. 4 Schaden für den Kyrill. Ja. Der zweite geht auf die Shalilo, auch mit 20 plus 5. Trifft nix und startet Dolis dran. Okay, ich gehe mal einen Schritt vor, weil ich sehe noch immer nichts, wo gekämpft wird. Du bist mehr als einen Schritt gehen müssen. Daher. Ich sehe gar nichts. Was ist da los? Ich sehe noch immer nichts. Ja. Verstehst du uns? Na, ha? Geh vorbei am muss zum Ultan gehen. Einmal ja. Mindestens. An ihn dran. Ja. In ihn rein, ja. Na, du siehst ja, jetzt geht's links vorbei. Ja, und jetzt gehst du ans links. Mehr kannst du nicht gehen, wahrscheinlich. Ja. Das ist aber geschickter, du lässt den Ultan vor, gell? Die Ratte hätte ich vorlassen. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich noch draußen stehen bleiben? Ja, siehst du unter mir nicht. Er bringt's was, wenn du mit Melee angreifst auf das Viech? Ich müsste die Waffe wechseln auf diesem so, Pferdeschlechter. So siehst du nichts? Wie? Von da siehst du nicht so um? Wenn mich da erstelle, sehe ich einen da hinten. Oh ja, da hinten sehe ich einen. Na, dann bleib da stehen und schieß. Ja. Dann schieße ich auf den hinteren da mit diesem. Machen wir einen Ping drauf. An. Mit was? Den ganz oben da. Wie mache ich einfach linke Maustaste länger halten. Hinzielen, linke Maustaste länger. Ah, okay, passt. Ja, ist okay. Aber den sehe ich. Ja, dann schieß auf ihn. Ich kann jetzt eh nicht zweimal schießen, ich kann nur einmal schießen. Richtig, ja. Tu mal das Zeug da weg, gell? Mhm. So, gut. Check.
Und mal was rauskommt. 15 trifft nicht, nein. Okay. So, die komische mit der Patch ist wieder dran. Die hat. Genau. Okay, die macht folgendes. Die zaubert. Was hat der noch? 6. Genau. Ich wollte noch kurz was fragen. Die, ja. An unsere Gruppe eigentlich. Gibt es da irgendeinen Gegner, der nach einem starken Gegner ausschaut? Wissen wir eigentlich noch nicht. Okay, die zaubert jetzt folgendes. Ja. Normalerweise hat der beim Thron, ne? Das dürfte der Chef. Aber ich könnte dieses Smite Evil verwenden, ne? Mhm. Was bringt das? Da müsste ich jetzt nochmal genau schauen, aber auf jeden Fall bringt das erstens mal was für mich. Das gilt so lange, bis dieser Gegner tot ist oder bis der Tag um ist. Und das macht genau. Ich schaue gerade. Super, Smite Evil. Das soll nicht so schlecht sein, ne? Smite Evil, Arm da steht. 2 points to damage. Of genau. Damage. Last until enemy is dead or pilot in rest. If you, bonus on enemy for taken damage rolls. Gilt für jeden aus der Gruppe oder nur für dich? Na, für ihn. Für mich. Ja, ich mache da halt viel mehr Schaden auf den. Ja, mach einmal, ja. Kann sich gar nicht schauen. Es geht halt nur, wenn das eine böse Gestalt ist, sozusagen. Und wenn schau halt beim Leveln jetzt nebenbei bemerkt, dass du vielleicht auch solche Buffs kriegst, weil als Kleriker kriegst du das eigentlich, dass du die Gruppe, so wie jetzt die gegnerische mit der Pfeife gemacht hat, mit der Peitsche gemacht hat, die hat irgendwas gesungen und jetzt haben alle plus eins auf die Trefferchance. Und sowas okay, wäre super, wenn du so könntest. Also die Bardin ist dran und die zaubert hier unter die zwei Felder vom David und vom Kyrill. Zaubert sie Schmieren, also Grease. Das heißt, beide, der David und der Kyrill, müssen jetzt einen Reflexwurf machen. Bitte, einmal. Bardic. Wo sind die jetzt? Der Watchhunter. Ist 12. Gute, ihr saved beide. Was machst du damit denn? Du bist noch nicht dran. Dann weg. Ja, saved beide. Seid aber jetzt flat-footed, solange du da drauf steht, glaube ich. Moment kurz, glaube ich schon. Wieso? Der hat 26. Psst, ruhig sein. Reflexiv. Ich bin nicht. Also der ist sowas von saved. Achso, na, solange er nicht bewegt, passt. Ja, passt schon. Gut. Gut, sehr gut. Der Ultron ist dran. Achso, ja, genau. Bin noch vorher dran. Mein Vorschlag immer noch, den killen. Okay. Achso, du hast eh noch deine Flammen eigentlich, gell? Ja, ich habe nur meine Flammen. Oder ich kann mit dem Feuer drauf schießen. Ich würde die Flammen nehmen, wenn du mit denen besser triffst und mehr Schaden machst, ne? Ja, Schaden ist da gleich. Besser treffen dahin. Ja. Was ist denn das? Das heißt, Ranged Attack. Ja, trifft. Auf wen hast du geschossen? Auf den oder was? Ja, eh wieder am selben dann. Ja, und 1 bis 6 bis 3. Glaube, ne? Hast du. 9? Okay, ja. Er ist tot. Na, fast. Hey, echt cool. Der Narf ist dran. So, warte mal, ich muss das nur. Das waren jetzt da von dem. Zwei waren's. Zwei Ladungen. Nein, es war eine Ladung. Also eine Ladung war das. Eine Ladung macht er immer drei solche. Also drei Flammen hat er, das heißt. Ja, genau. Eine habe ich noch und eine Ladung habe ich verbraucht, das heißt 23 Ladungen. Ja, genau, so ist es. So, jetzt geht der Narf daher. Mhm. Und greift den Geico an. Sehr gut. Hast. Also, er hat plus 2 CO, aber das ist eh wurscht, das ist schon irgendwie. Passt schon. Plus 2 CO2 oder was? 14, 16 trifft mit 4, ne? Super. Die wir haben. Und Roger ist dran. Also, der ist schon weg. Den kannst du rein. Power Attack auf den Gecko. Okay. Okay. Und auch der Gecko.
hat das Zeitliche gesegnet. Oh, schöne Geico. Die waren es dran. Ich bin enttäuscht von meinen Power Attacks. Die machen praktisch gleich viel Damage, wie wenn ich normal angreife. Ja, ja. Mhm. Ist 10 viel für das Level? 10 ist viel, ja. Nicht nur für das Level. Auch für die nächsten paar Levels viel. Für die nächsten 100 Levels. David ist dran. Jo, ich geh auf den. Stopp, wenn du dich da raus bewegst mit Halbbewegung, so, dann musst du dich schmieren. Aber er hat grün gewürfelt. Aber langsam, ja. Musst du mal einen Akrobatik-Check machen. Also beim Raus, genau. Erstens einmal kannst du nur halbe Bewegungsrate machen, also nur maximal zwei Felder. Und Akrobatik-Check. Das ist genug, passt. Das heißt, du kannst daher gehen ohne Probleme. Und dann machst du was? Greif ihn an. Passt. Moment mal, du hättest ihn anchargen können. Ist das besser als. Na, chargen kannst du nicht. Chargen geht nur, wenn du kein Difficult Terrain hast, also wenn du kein Untergrund hast, der irgendwie schwierig ist. Und das zählt als schwierig, dieses Grease. Ja? Das heißt, von da wäre nicht. Sonst gebe ich dir recht, könntest du chargen. Aber in dem Fall nicht. Und 10 ist zu ist wenig. Das ist das permanent dort jetzt? Das hält lang genug. Lang genug, also eine Minute, also 10 Runden pro Level. Und sie ist Level 3 oder 2. Also das na, ja. Wenn die Rate, wo es jetzt da ist, da hergeht, muss sie das Freeze-Feld drüber gehen? Ja. Okay. Ja, muss sie. Leider. Du kannst über solche Gebäudeecken kannst du nicht abkürzen. Das heißt, du musst auf jeden Fall über dieses Feld drüber gehen. Es zählt zwar als ein Feld, aber du musst über das Feld drüber. Ne? Als ob sie gerochen hätte, dass da noch wer kommt. Der David hat nichts getroffen, jetzt ist der mit dem Bogen wieder dran. Der schießt auf den Roga. Der steht also frei. Da kann man schön draufschießen ohne die minus 4. Trifft trotzdem nichts. Shalila ist dran, die stellt sich eins rüber und schießt auf den da mit allem, was sie hat. Das ist wieder diese. Grausliche Geschichte mit plus. Da hat es jetzt plus 1 auf den. Plus 13 ist nicht genug. Dann hat sie nochmal einen plus 1er. Das ist genug, glaube ich. Ja, mit 9 Schaden ist der schon tot. So, wir haben jetzt andere Lichter, oder? 9. Und nochmal mit. Ist nicht so hell. Minus 5, ne? Nein, minus 4. Minus 4, das geht sich nicht aus. Das heißt, sie hat 3 Pfeile verschossen. Und dann ist der Große dran. So, der Große hat jetzt Folgendes vor. Hat der Power Attack? Talent. Sturmangriff. Gott sei Dank hat er kein Power Attack. Ne, ist wurscht. Der haut auf den David drauf. Ja, na, warte mal. Plus 10. Also das trifft schon, ne? Ja, ein fuck, plus 10? Was geht mit dem Cheater? Plus 11 eigentlich sogar. Wurscht. Ja, das ist nicht so tragisch. Nein, musst noch einmal würfeln. Wir würfeln auch jedes Mal noch einmal. Ah, da kommt aber Schlimmeres raus. Ja, Andy. 20 plus 1. 2 oder 3 hoffentlich würfeln. 16? Du musst 16 Damage? Nein, das war jetzt der Angriff. Das war der Angriff. Ach so, okay. Trifft das jetzt noch? David, trifft das die noch? Die Mana fliegt gegen die Wand und zerklärt. Ich habe genau 16 Rüstung. Ja, dann trifft es, ja. Hm. Also sollte ich auch, warte. So, und machen 6 Schaden. Sag, du hast 16,5. Und hat er sonst noch irgendwas Tolles? 16. Ja, das war's schon. Und dann ist der mit dem Helm dran, der stellt sich hierher und greift auch die Wand an. Und 20 plus 4. Ja, das geht sich auch aus. Ja, und die. Er kriegt deswegen keinen Gelegenheitsangriff, wenn er so geht, weil sie eine Range-Waffe in der Hand hat, oder? Nein. Was? Achso, ja, bei die Shalilo meinst du? Ja, natürlich. Ja. Außerdem hätte er anders auch gehen können, hätte sie umgehen können. Und nochmal 8 Schaden. Also von vorher 6 Schaden und nochmal 8 Schaden. Ich glaube, du solltest die zurückziehen, gell? Dann ist da Oliver, die Dolle dran. Oliver waltet deines Amtes. Oliver ist dran. Ich sehe niemanden. Kann ich vor?
Du musst dann rein und die Ivana ziehen ins Spiel. Ja, da bin ich gespannt, ob es dann aufhaut, ne? Ja, da hat es mir auch. Ja, du, ja. Ja, wurscht, du musst das probieren. Ja, werden wir sehen, ja. Zieh mal deine HP ab. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt hast, David. Ja. Musst du. Bin ich mal daher, dass ich was sehe. So, jetzt stehst du auf dem Sticky Ground und von dem aus gehst ein Feld drauf. Und dann muss ich da was würfeln? Oder ja, musst du mal Akrobatik würfeln, ja. Sonst kannst du nicht drauf gehen, sondern fällst hier auf den Boden. Mal kurz helfen, wo ist das Akrobatik? Bei den Skills ganz oben circa. Also oben. Okay. Also unter A ist es, Oliver. Ja. Also wo ist A? Nach vor B. Vor B. Passt, kannst du durchgehen. Der volle Akrobat. Ja, passt. Schlecht, ne? Ja, ja. Wieder leicht. Jetzt geh noch eins rauf und heil die Ivana. Wie oft kann es denn das zeigen? Sehe, was dann passiert, wenn ich das nächste angreifen wird. Ja, ist wurscht. Sonst ist sie hin mit der nächsten Runde. Wer braucht den an? Lebenspunkt. Also, Olli. Okay. Ich gebe das jetzt händisch ein, Blödsinn. Wollte ich nicht drauf drücken. Was, eins? Roll. Eine 6 plus 1. Eine 6. Passt schon. Aber nicht plus 1, gell? Nein, nicht plus 1, nur eine 6. Also 4 für den David. Wieso haben wir vorhin plus 1 gehabt? Nein, nein. Ja, hast du nicht gehabt. Das war nur ein W8 plus 1 beim Martin. Das kühlert uns. Das ist besser als ein Stammschädel. Die Badin ist wieder dran, natürlich. Die geht einen Schritt hier rauf und macht nochmal Grease. David, du musst dich heilen, ja. Ich jetzt noch ein Smite Evil heilen? Nein, Smite Evil kannst du das nächste Runde wieder machen. Okay. Wieder nochmal. Smite Evil kannst du das nächste Runde wieder machen. Okay. Passt, sie macht nochmal Grease und macht Grease hier, ja. Das ist aber jetzt ein Scherz und das ist achso. Natürlich nicht auf den gleichen Bereich, Heilung. Ich glaube, sie ist dumm. Und dann ist nein, der Ult. Und Grease, warte mal, jetzt müssen der David und Oli müssen Reflexwurf machen. Sie hat 12, gell? Okay. Ja. Ist das auch bei Skills da, oder? Nein, das ist bei Defenses wahrscheinlich. Okay. 13 geht sich aus, also der David fällt nicht um. Special. Armor Panties, Armor Shield. Alter, bitte. Ich weiß also nicht, was los ist. Ja, bitte. Reflex. Bei dir geht sich's auch aus. Sehr gut, also fällt beide nicht um. Und der Ultron ist dran. Frostfall, hierher. Du hast noch einen Dings auf deine Flammenhände. Darf küssen. Ja. Jetzt ist der beste Dings für einen Frostfall. Genau daher. Moment. Was für Dings ist das für 5 Foot Radius Burst, ne? 5 Foot Radius, ja. Das heißt, der erwischt alle 3. Moment, ich zeichne das ein. 2d6. Ja, aber du erwischst die Ivana nicht, das ist ja voll blöd. Achso, ich sollte, ja, stimmt, ja. Das sollte ich bedenken, dass ich daher tue, damit ich die Ivana... So willst du es machen, ne? Ja. Genau. Frostfall, 2d6 pro... Ja, dann würfeln mal, ne? Ich glaube, du würfelst nur einmal, oder? Na? Also, du würfelst nur einmal und das gilt dann für alle, ne? Ja. Ja, ey. Ja. Genau, da muss ich nur Fortitude würfeln. 9, sehr schön. Minus 9. Nice one. Ja, hoppa, minus 9. Minus das trifft 9. Automatisch, oder wie? Ja, ja. Mhm. Minus 9, der eine ist mal tot. Wieso machst du das erst jetzt? Weil ich nur einen hab und jetzt so der beste Zeitpunkt war, weil alle beieinander gestanden sind. Fortitude muss ich noch würfeln, Moment kurz. Das ist bei ihm ist das. Nein, ich meine, in 6 Sessions hast du es noch nie gemacht. Die 6 plus. Achso, dann habe ich. 20 plus. Na oh ja, das letzte Mal habe ich einen Asher exit. Ja, das haben wir ja schon gemacht, ja. Ja, beim Drillen habe ich es auch exit. So, 7 plus 6, 13. Aber es ist halt das Fell, wo... 13? Was? Gegen den Staggered, also... Aber du hast... Gegen ihn? Nein, ich muss ja einen Fortitude Save machen, ne? Ja, ja. Und reicht 13. Gegen was von mir? Ja, du... Nicht so, der ist Level 2, ne? Der Spruch. Mhm. Ja, und du hast Int und da gibt es einen Schwierigkeitsgrad, den ich überwinden muss, damit ich nicht gestaggert bin. Ne? Da steht, must succeed oder fortitude save or become staggered for one round. Und dann steht, genau. Saving fruit, fortitude partial, spell resistance yes. Das heißt,
Du hast auf Level 2 einen bestimmten Schwierigkeitsgrad gegen deinen Zauber. Den muss ich überwinden, ja? So, ja. Hast du den Frostfall wo steht denn das? Nein, das, da steht das nicht. Nein, nein, das ist nicht das. Sondern, pass auf. Ja, die 20. Wieso macht er das dann? Nein, das ist nicht eindrungen aus. Wieso? In Safe habe ich ja eintragen, oder? Weiß ich nicht. Ich sehe es nicht. Safe Effekt? Safe for the party. So. 10 plus Spell Level. Difficulty. 10 plus Spell Level plus dein. Du zauberst mit Weisheit, ne? Ja. Das heißt 10 plus 2 und wie viel Weisheit hast du? Wie viel Bonus? 2. Was? Bis dann habe ich Modification 3. Das heißt, 15 muss ich, über 15 muss ich drüber kommen. Ne? Das heißt, das erste ist einmal staggered. Der zweite hat, wie hört der? Fortitude plus 1. ND20 plus 1. Das heißt, mit dem muss ich jetzt quasi über 15, müsste ich über 15 kommen. Sonst bin ich, da komme ich über 15, sonst bin ich gestaggert. Mit dem anderen bin ich gestaggert. Das heißt, der hat jetzt Stagger. Und staggered ist. Minus irgendwas, gell? Minus alles, ne? Plus zwei Penalty Attack Rolls und so. Passt, Nav ist dran. So. Ich muss mit dem jetzt da zweimal da durch, oder was? Nur fies. Was? Naja, das reicht einmal. Achso, nein, plötzlich, es sind zwei Felder. Es sind zwei verschiedene, also, sonst würde einmal reichen, ja. Dann wär's noch einmal. Na, passt. Also zweimal DC, also zweimal Akrobatik. Akrobatik. Das ist eine akrobatische Ratte. Ah, das ist zu wenig. Das hast du. Sie bleibt eben. Schnell Rogan rein. Nein, du bleibst im zweiten Feld liegen. Ah, okay. Stell dich aufs zweite Feld, ist wurscht. Rogan ist dran. Ah, super. Rogan ist dran. Wenn ich in dieses Frostings reingehe, ist wurscht, oder? Nein. Da passiert nichts. So, das heißt, wenn ich da rausgehe, einmal Acrobatics, ne? Ja. Erstens das, zweitens, wenn du in das Frost-Ding reingehst, kriegst du auch einen Schaden. Minus 12. Ja, super. Minus 12? Also du liegst einmal, du bleibst liegen. Ja. Minus 12? Warte. Er hat diese arme Scheiße, ne? Ja. Ivan ist dran. Und Akrobat, wie er im Buch steht. Und diese Frostfall, das gilt für alle, auch wenn ihr reingeht, kriegst du den Schaden. Aber erst, wenn die nächste Runde anfängt, dann halt, ne? Also wenn da... Das wäre die Frage gewesen. Wenn da... Der Martin, der dran ist. Ja. Dort, wo die Ivana steht, halt von außen attackieren. Ja gut, Burschen, mit meiner Rüstung, das müsst ihr machen. Ich komme da nie wieder raus. Oh ja, wenn es um 20 Uhr fühlst. Ich minus 13 von Haus aus. Mit minus 13 kommst du nicht mehr raus. Wenn du links unten wegbewegt, kannst du nach links gehen. Du kannst versuchen, du liegst jetzt am Boden, du kannst versuchen zu krabbeln. Krabbeln kannst du ein Feld pro Runde. Dann kannst du rauskrabbeln, dann kannst du wieder aufstehen. Das ist nicht zwergisch. Geht aber nicht anders. Da fahre ich lieber jede Runde auf die Schnauze. David ist dran. Das ist erdisch, also zwergisch. David ist dran. Jo! Ja, ich greife ihn einfach an. Mach ihn fertig. Du machst es. Ja, eben okay. Minus alles. Minus naja, alles. Minus alles hat er nicht, aber. Ja, der kriegt aber ordentlich in die Fresse. Mhm. Das macht nichts, hat eh viel HP. Jetzt pass auf, minus 2. Was das überlebt? Passt. Ja, wahrscheinlich schon. 23. Du hast zweimal angegriffen, der erste trifft, passt. Der zweite trifft, passt da. Sind 12 Schaden ist nicht so viel. Hätte ich gesagt. Mir erklärt er, dass 10 Schaden viel ist. Naja, schon, aber. 12 Schaden ist scheiße. Es ist schon viel, aber es ist der Goblin-König, der holt schon einiges aus. Ne? So, der Bogenschütze geht da mal raus. Also ich hab den König angegriffen. Ja, das und dann Crit hast du gemacht. Der hat auch so. Ja, kein Crit gemacht. Achso, der zweite ist ein Crit. Der zweite das schaut aber nicht königlich aus. Moment kurz. Ja, aber ist nicht confirmed. Das ist nicht confirmed. Was hat er für so einen Mini-Beil runterhängen, so schwarz? Der zweite, der Bogenschütze hinter, geht so vorbei und greift den 20 plus 4, den Ole an. Oh, das ist gut. Gleich nochmal. Ah, jetzt geht es ja wahrscheinlich nicht aus. Mit 11 komme ich nicht. Das passt. Das ist das
1, D, 4 Schaden. 4 Schaden für alle. Shalelo ist dran, die stellt sich ein Dings darüber und greift mit allem an, was sie hat. Und zwar ist das das erste Mal. Das geht sich aus mit 2. Okay, 2 Schaden. Das zweite Mal. Der eine ist rausgekommen aus dem Stegert, oder was? Was? Einer ist rausgekommen aus dem Stegert, ne? Ja, richtig. Okay. Das zweite Mal geht sich nicht aus. Das dritte Mal mit minus 5. Minus 4 geht sich aus. Das heißt, sie hat 2 Schaden. Sag schon, sind 8 Schaden. Sie macht da irgendwie 8 Schaden, gell? So, und jetzt ist der König dran, der geht einmal einen Schritt raus da und greift die Ivana an. Aha. Und die 20 plus 9 hat er jetzt. Na, oder 8. Der 8 oder 9? Na, 8. Kriegt er nicht nur irgendwas? Ja, minus 8. Also minus 2. Für Stagger. Weil er sich aus dem Dings da außerbewegt hat in seiner Phase. Kriegt er nicht ganz Frost Damage oder so? Nein, kriegt er nichts. Zumindest nichts laut Spell, aber er trifft er nicht, ne? Also die Dory ist dran. Naja. Ist der ganz, also der da noch im Frosting drin steht, ist das mehr oder weniger dieser Endgegner oder nicht? Also so ein starker Gegner? Ich würde mal sagen, es ist eher der König der Endgegner. Der ist der. Also übrigens, wenn du wieder dran bist, dann ist nicht mehr staggert. Das hast du zusammen erwägt. Ja, wieso? Ich bin nur eine Runde immer noch. Ja, aber er steht nicht mehr drinnen. Also wenn du nicht nochmal Frostfall castest, dann. Das soll ich ganz einfach, soll ich auf diesen Smite Evil drauf und das kann ich nur einmal am Tag machen. Ja. Das soll jetzt schon. Ich weiß nicht. Ja. Mach's. Moment mal, stopp. Der ja. König ist rausgegangen. Er ist rausgegangen. Sobald die einen Move haben, kriegen die 1d6 Schaden. Was? Cold Damage. Na, der obere ist nicht rausgegangen, der obere war nicht drinnen. Any creature that starts your turn within the spell takes one. Nein, der obere ist nicht drinnen gewesen, aber der obere ist nicht drinnen gewesen, aber der untere stimmt schon, ja, passt schon. Also würfel du mal 1d6. Also der obere ist nicht drinnen gestanden von Haus aus, deswegen ist bei dem wurscht, aber der König wird. Ah, okay, bitte. So, ziehst du jetzt bitte einen Schaden ab von dem ja, König? Ja, passt. Alles dran. Ja. Also, soll ich das jetzt machen oder nicht? Oder kann das sein, dass wir das noch brauchen werden? Ja, Max. Max, von euch auf den auf welchen hast du Smite Evil drauf? Am König. Okay. Dann werden wir da mal das Smite Evil Symbol aussuchen. Geht schon. Ein Herzchen, mein Lieber. Ja, geht schon. Kannst du angreifen. Aber das ist noch nicht vorgefertigt, gell, oder? Na. Das heißt. Ja, du kriegst plus 2 Damage, ne? Also, man ist doch plus Angriff. Es ist nur plus 2? Es ist abhängig von meinem Charisma irgendwie, ne? Alter, bitte. Du kannst es eh noch lesen, ich weiß nicht, aber. Also. Bei meinem Rechner ist so langsam. Du. Irgendwas anderes? Ja, also. Beim Angriff addierst du deinen Charisma-Bonus und beim Schaden addierst du deinen Level. Ja, passt. Das heißt, Level also, hast 3, ne? Du würfelst ganz normal deine Sachen aus und beim Angriff du hast plus 3 dazu rechnen und beim Schaden hast du auch plus 3 dazu rechnen. Weil du bist so, hast du plus 3 Charisma, also. Oder. Ja, warte mal. Hast du plus 3 Charisma oder wisst du mal? Ich weiß gar nicht. Wisst du überhaupt? Ich sehe das nicht. Character Call. Nein, das passt schon. Plus 3 Angriff und plus 3 Schaden, ja. Genau, und jetzt kann ich aber trotzdem zweimal schießen. Natürlich, ja. Und ja. Das tun wir halt abziehen. Tu das. Das ist dieses Rapid Shot, ne? Genau. Also mach einfach Rapid Shot. Okay. Du hast jetzt, das ist ja schon das Rapid Shot, ne? Das heißt plus 3, der da kriegen, ne? Warte mal kurz, was ist das plus 3? Moment kurz. Der plus. Achso, ja. Na, verstehe nicht. Moment kurz, ich muss in seinen Sheet was nachschauen. Attitoli. Attacks, Rapid Shot. Attack mit minus 2. Passt der? Ah ja, deswegen habe ich passt schon. Also er hat jetzt 16. Angriff und das ist zu wenig. Und du würfelst nochmal. Mhm. 21 plus 3 ist genug und du magst 4 plus 3, 7 Schaden. Sehr
Möglichkeit. Aber da hätte er eigentlich einen Crit erreicht. Oh. Needs at least 23 zu Crit. Nein, das ist. Nein, das gilt nur, wenn du so hoch würfelst. Weil das ist. Und das ist vom. Schau. Das Attack setzt sich zusammen aus Würfel plus dem Bonus, was du hast, ja. Und das drunter ist einfach, wenn du dann 20er würfelst und der Bonus ist, dann kommt da oben eine gewisse Zahl raus. Ja? Und die Zahl, was oben rauskommen muss, steht unten drinnen. Das heißt, wenn die zwei Zahlen nicht genau gleich sind, ist kein Crit. Also wenn die obere Zahl nicht mindestens so hoch ist oder höher. Egal, was du nachher noch für Bonus dazu würfelst. Weil es geht um einen Wurf und nicht um wie viel Bonus das du hast. Okay. Ja? Also ist kein Crit. Mhm. Auch keine Chance. Also. Dann ist die Bade wieder dran, die kriegt jetzt. Würfelst du nochmal eine 1d6? Na, würfelst du bitte nochmal, du hast noch nicht gewürfelt. Zwei. Obwohl, was? Bevor du jetzt noch eine 1er würfelst. Moment mal, was der da sagt. Naja, okay, jetzt super. Was. Also, die macht folgendes: die zaubert leichte Wunden heilen auf den König. So. Das haben wir jetzt. Ja. Muss die da nicht in. Achso. Ja, sie steht genau in Touchreichweite, ne? Eine super 4. Naja, da wurscht. Na gut, der Ultron ist dran. Arschloch. Ja, ich glaube, wir sollten die Bardin ja, da irgendwie. Ja, metzeln wir jetzt einmal alles andere aus dem König und heben uns den auf. Der ist eh irgendwie. Okay, das Frostfall ist übrigens schon aus, gell? Oh, okay, dann ist das nicht. Aber ich würde trotzdem sagen, metzeln wir jetzt den Rest. Ich sag nur, also. Wieso? Eine Runde oder zwei Level? Level, ne? Das so. Heißt, du bist Level 3 oder sowas, eine Runde, Level ne? Level 3. Kennt das hier. Ja, ziemlich genau. Ja. Das heißt, eigentlich hätte sie gar keinen Schaden genommen. Na, oh ja, passt schon, weil du hast das. Oh, ja. Nein, was der jetzt sagt. Passt komme ich dran. Ne? Genau, stimmt schon. Passt schon. Das heißt, ich stimme eine, ich will ja nicht weitergehen. Ja, das geht ja. Eine Stimme kannst du. Ich will ja sonst nichts hin. Ich habe nur geschaut. Und geschossen hoffentlich. Ja, auf sie. Ich finde es so lustig, dass der Kyrill ganz auf dem Boden liegt. Ja, jetzt droppe mal aus, Kyrill. Ja, ich bin noch nicht dran. Auf wen schießt du? Vor mir liegt nämlich die Ratte am Boden, über die lacht keiner. Auf wen schießt du? Auf den König? Ja, aufs. Nein, auf sie. Auf sie? Plus 1, also 17, ne? Ich schau mal kurz. Nope, trifft nicht. Dich zu reißen. Was? Trifft nicht, ne? Jetzt sind wir da, so sind wir da, ne? Narf ist dran. Jo, Narf muss eine Akrobatik machen, ne? Na. Der ist ja so wie ich, der kann ja auch. Achso, ich weiß nicht, kann die Ratte rauskrabbeln? Ja, sicher. Nein. Aber das wäre eine ganze Runde, ne? Das Rauskrabbeln ist eine ganze Runde. Aber du kannst doch ganz normal auch aus Akrobatiken. Na, du musst zuerst einmal aufstehen. Also, sie liegt am Boden. Das heißt, sie muss einmal aufstehen. Dazu musst du eine Akrobatik machen. Ja, musst du Akrobatik machen und dann beim Rausgehen musst du noch einen machen. Also musst du wieder zweimal. Ich scheiß drauf, geh, krabbel einfach raus. So wie ich jetzt in der. So, wenn er zwei schafft, dann kann er sich ganz normal rausbewegen. Ja, musst du aber beide schaffen und vorhin hast drei gewürfelt. Okay, du schaffst es nicht auf. Das gibt's ja nicht. Du schaffst es nicht aufzustehen. So, ich will nicht aufstehen, ich will rauskrabbeln und zwar genau. Na passt. Dann bis nächste Runde. Dio ist dran. Danke. Sich auszahlt, oder? David ist dran. Eigentlich hätte ich da aufgrabbeln können. Ich glaube, es ist der David noch dran. David ist dran? Ich glaube, der David war dran, oder? Ich geh kurz schiefen. Bist du ja, lass laufen, Digga. Was? Zum Kübel. Wir machen eh nur mit dem Kampf fertig, dann ist sie raus. Ja. Das ist lustig, es gehen sich also, immer genau drei Kämpfe aus. Was ist da das Beste? Soll ich eigentlich jetzt abhauen? Ich meine, den König habe ich ja halt angegriffen, weil er da war, aber. Muss ich da ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, dass es das Beste ist. Ich hätte gesagt, du sitzt das aus und gehst daher mit Anschritt und hoffst halt, dass der Kühl nächste Runde daher geht. Dann kannst du Zange machen und dann kannst du festpumpen, ne? Sonst, du kannst auch natürlich abhauen, aber. Und mit deiner Decker irgendwas machen, aber. Du kannst in die Förder reingrabbeln, da kommt es dann nicht noch. Ja. Na, dann mach ich das, was du vorgeklangen hast, Stefan. Ja. Hätte ich gesagt, also. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ja. So, und kannst du zweimal. Du musst mal Akrobatik würfeln, zuerst einmal. Jawohl, Akrobatik. Sonst gehst du gar nichts hin, sonst fliegst du nieder.
Einmal gescheit niederfliegen. Der zweite trifft auch nicht. Das heißt, du bleibst da und fliegst nieder. Super leer. Mit 1 ist ein Wahnsinn. Du musst eher einen 1er oder einen 2er kannst würfeln, dann ist Blödsinn. Du kannst nur mit einem 1er. Du kannst nur mit einem 1er umfliegen. Du hast mit einem 1er gewürfelt. Aber ist gut, passt. Der vordere, also der hintere, der schießt auf den Paladin wieder, also auf den Oli. 4. 14 geht sich nicht aus, ne? Schalelo geht einen Schritt drauf und schießt wieder mit allem, was sie hat, auf den König. Wo ist denn die Schalelo? Da ist die Schalelo. Also plus 1 auf das. Das geht sie aus, macht 2 Schaden, super. Plus 1 auf das. Das geht sie aus, ist ein Crit. Warte mal kurz, ist ein Crit sogar. Das konfirmt auch noch. Bist du deppert? Warte, das waren 2, das sind 11, das sind 27, ne? Das ist, warte mal kurz, ja. Okay. Bist du deppert? 27 Schaden, ja. Das ist die Level 6, oder? Passt, 27 Schaden, das ist weg. Was soll ich jetzt machen? Ein Attack hat es noch, mit dem schießt du auf den Bogenschützen. König gerade eliminiert, ne? Super, mein Smite Evil war für den Arsch. Naja, nein, so würde ich es nicht sagen. Einen hat es noch, mit minus 5 natürlich. Oder mit minus 4 in dem Fall. Trifft nix. Ja, trifft nix. Und der König ist natürlich nicht da, weil der ist tot. Der Dolle ist dran. Na gut, ja, dann schieße ich gleich mal. Sie haben eh nichts mehr. Mach den kleinen hinten, den anderen hilft vielleicht nicht. Na, die Dings da. Die dämliche Dusse da. Sie zuerst, okay. Gut. Die Badin. Ich glaube, ich schieße jetzt normal auf die, oder? Ja. Also, ich muss jetzt dann schauen, dass wir da nichts vergessen. Ich glaube, da gibt es einige Schlüssel und so. Ja, schieß mal. Schieß normal. Ist auch mal, ja. Katze ist schon gut, Katze, ja. Na, 13, zu wenig. Weniger. Die Bade ist dran, die macht jetzt, was macht die? Die hat überhaupt nichts mehr, ne? Die ist doch komplett ausgezaubert. Sie probiert noch Days. Auf wen? 4 hat alles, passt. Days. Will save, nicht geht's. Sie zaubert Days auf die Shalelo. Und die Shalelo saved. Mit. Also, nein, sie zaubert auf den. Sie zaubert auf den Kyrill. Und zwar. Der sich gerade ausgerobbt hat. Ja, ja, der sich gerade ausgerobbt hat. Magst du einen Will Save bitte? Kyrill? Jojo. Will Save. Mhm. Also, Kyrill, du bist gedazed. Für. Dazed, oder was bin ich jetzt? Gedazed für. Ich zeig das gleich gerade. Du bist leicht benebelt. Für eine Runde. Und Days heißt. Eine Runde fliege ich auf die Schnauze. Eine Runde krabbel ich aus dem Öl raus und eine Runde bin ich jetzt geimpft. Ja, eine Runde kannst du quasi nichts machen. Also nächste Runde kannst du nichts machen. Ultron ist. Kann ich die Ratte streicheln, die liegt. Ultron ist dran. Ja. Ein Spell habe ich noch übrig, ne? Du hast eh. Vom Feuer, ja? Hast noch. Ja. Das heißt, das geht, da kannst du zwischendurch was anderes casten. Natürlich, das bleibt in der Hand. Das hält eine Minute lang, ne? Erst kurz. Meine Hand brennt noch, ne? Was kann sein? Was? Ja. Also, sie, 21. Der kann man Dudelsack spielen. Auf die Dings, ja, 21 geht sich aus. Und Schaden bitte. Es wurscht. Sie ist hin. Ja. Narf ist dran. Super. Und zwar, sie ist nicht bewusstlos, sondern hin. Das hast du vorher 1 HP gehabt. Ne? Echt? Ach du Scheiße. Das sind 2 alles, was du brauchst. Ja.
Nav ist dran. Nav ist dran. Muss. Sie nannten ihn Mr. Efficiency. Sag einmal, wie kannst du nicht mit einer Ratte nicht das Ding aufstehen können? Das geht ja gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Da, schau dir das an. Ja, die zählen alle nicht. Jetzt drei, Flügelkreis. Roger ist nicht dran, der ist eine Runde Test. Die Ivana ist dran. So, aber jetzt kannst du beide Dinger von mir wegnehmen, ich sag's nur. Die Ivana killt jetzt. Also, du bist nicht mehr getest. Und der David, du bist dran. Und diese Schnecke habe ich auch nicht mehr, ich bin schon längst rausgekrabbelt. Machen wir Akrobatik. Na, du bist getest. Ja, passt, hast kommst du raus. Na, geht's genau aus. Zwei gewürfelt, glaube ich, oder so. Oder ein Dreier. Passt. Aber es geht sich trotzdem aus. Du bist ja sehr geschickt, ne? Das geht sich auch aus. Macht 6 Schaden und ist tot. So eine verdammte Scheiße. So. Sehr schön. In dem Öl loot ich nicht. Ich sag's gleich. Das Öl geht eh weg nach kurzer Zeit, ne? Ich tu dich mal weg. Du musst einfach so lange im Öl sitzen bleiben. Aber das war lustig. Ich fand das witzig erst. Das war schon witzig. Ist der Kühl die ganze Zeit einfach nur unten liegt. Übrigens, es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Hier, ja, sieht man diese Türen vielleicht? Ja, außen rundherum, das wollte ich mit der Ratte machen, aber. Ja, die Ratte kann ja. Es hätte noch andere Leute gegeben, denen du das vielleicht sagen hättest können. Ja, dann hätte man von zwei Dings, dann müssten nicht alle durch das Grease, aber ich meine. Ja, ursprünglich, weil ich die anderen nicht gesehen habe, habe ich mir gedacht, die kommen eh durch die eine. Ne? Ja. Und dann ist keiner eine gekommen und so, okay. Naja, wurscht. Machen sie es halt anders. Also, dieser, ich nehme an, ihr schaut euch an, was da alles zum Home gibt, ne? Mhm. Erstens, dieser König mit der Krone hatte einiges Zeug und zwar. Einen Trank zwei Tränke mittelschwere Wunden heilen. Das kannst du ja gleich du einstecken, Kyrill. Okay. Ja, voll. Dann gibt's noch. Du kriegst meistens auf die Pfeifen. Eine Brustplatte. Brustplatte Meisterarbeit. Allerdings klein, so wie alles, was die haben. Ne? Für Nav? Ja. Naja, Nav kannst du auch sehen. Aber ich mein, Brustplatte, was ist das? Nein, ist plus 4 oder plus 5 oder so. Ne? Aber es hat sehr viel Armor-Check-Panel. Das ist heißt, Eisen, ne? Ja, ja. Du hast dann Armor-Check-Panel. Es ist schwer, das heißt, du kannst weniger alleine. Nein. Also mit einem Leder plus 1, glaube ich, ist er bei beiden besser. Ja. Da. Weil so, das heißt, ich mal das ein, weil ich werde es schleppen, schätze ich einmal. Wir werden es verkaufen. Okay. Ja. Was war das jetzt nochmal? Eine Brustplatte. Meisterarbeit. Das heißt, Und aber klein, oder wie? Ja, ist klein, ja. Aber das macht beim Preis nichts aus. Dann gibt es noch ein Kurzschwert plus 1. Das interessiert vielleicht den David ganz gut. Das wird vielleicht, ja. Ich bin aber auf Langschwert spezialisiert. Wieso? Hast du nicht das zwei? Ist wurscht, weil du kannst in der Offense sowieso nichts Schweres, nichts Mittleres oder Schweres tragen, sondern solltest du sowieso was Leichtes tragen und das Kurzschwert ist leicht. Also, es ist was vieles Besseres kriegst du für die nächsten paar Level wahrscheinlich nicht. Okay, ja, dann nehme ich's. Prinzipiell, man kann den Schurken, meistens spielt man auch so, dass man eigentlich nur Kurzschwerter nimmt und das auch mit dem Fokus auf Kurzschwerter nimmt, damit man beide Kurzschwerter und so, aber ist nicht so wichtig. Passt schon. Also Kurzschwert plus 1. Eine verbeulte Krone. Die könnten Kühe einleiten. Ja. Und einen Schlüsselring mit, wie viel Schlüssel? Moment kurz. 50, 70. Moment kurz. Okay, das ist wurscht, das haben wir schon. Ein Schlüsselring mit zwei Schlüsseln drauf. Entschuldigung, mit mehr. What? Wo war ich jetzt? Da war ich. Da ist die 3. Da ist die 3. Achso, ja, mit mehreren Schlüsseln drauf, also mindestens 4 Schlüssel sogar. Ja, dann dieser Riesengecko hat da gar nichts, das ist ein Viech. Dann die Elite-Goblins hatten, beschlagene Lederrüstungen, zweimal jeweils, auch wieder klein. Started Leder ganz normal. Genau, ja. Und
Moment kurz, ich muss schauen, ob das echt stimmt. Was waren das für Waffen, die sie da gehabt haben? Sag ich dir gleich. Ich muss noch schauen, ob das eh. Ja, also das waren Kurzsperre. Ganz normale. Okay. Zwei Kurzsperre. Sonst hatten sie nichts. Und die Badin hatte. Was hatten die da alles? Noch einen Trank, leichte Wunden heilen. Leichte Wunden heilen? Ja. Warte kurz bitte, weil da muss ich jetzt Uhr drauf scrollen. Da hast du aber schon welche. Ja, das eben, und weil die dort irgendwo oben stehen. Weil er so klein ist, muss er sehr oft scrollen. Mit beiden Händen. Okay, ja. Noch eine beschlagene Lederrüstung. Beschlagene Lederrüstung, okay. Und eine Peitsche. Ein bisschen kinky der König gewesen. Ja. Ah, leicht. Okay. Und, okay. Und 20 Gold zum Einstecken. An sich. Also, das war alles. Was ist denn der König der Kartoffeln, oder wie? So, Moment kurz. Ja, der Kartoffelkönig. Da müsste irgendwas noch da sein. Okay. Seht mein Reich, 20 Goldstücke. Also wirklich 20 Goldstücke. Und 10 Goldstücke sind geliehen. Also jeder tragt sich 5 okay. Eine. Ja. Na also, das war alles, was man an den Typen und an den Typinnen finden kann. Okay, auf in die Schatzkammer. Keinen Bogen? Was? Gab's da keinen Bogen von deinen? Von ihr? Ja, die hat einen Kurzbogen, aber den Boxer kann ich da aufschreiben. Okay. Das ist und sonst findet man in den Raum nichts. Ihr habt so einen Job, ne? Achso, naja, ich schau mal, ne? Tu das mal. Ja. Schauen wir mal, was hörst du? 20. Was ist denn da alles? Nein, du findest nichts Außergewöhnliches in dem Raum, außer eben diesen Thron und diese aufgespießten Hände an den Säulen. Das Einzige, was du sonst noch findest, sind deine Tür und da eben diese Doppeltür. Und die Tür, durch die ihr reingekommen seid. Und da hinten ist auch noch eine Tür, durch die ihr noch nicht durchgegangen seid. Wieso, das haben wir ja gerade durchgekommen. Nein, da hinten ist noch einer. Ne? Achso, der da. Gehen wir mal zurück und looten den ersten Raum, wo wir den ersten Fight gehabt haben. Achso. Genau. Ja. Weil da waren ja auch noch Viecher, die wir stehen lassen okay, haben. Okay, gleich auf. Okay, Moment. Wir ist gut. Ja. Ah, und da links war auch noch eine Tür, die wir nicht... Moment, wir machen jetzt mal keine Türen weiter auf, Kirill, ja? Also da links ist eine Tür, ich stelle mich davor, was? Ja, mach rück. Ja. Weil ich bleib dann noch in einer. Waren ein paar Goblins, haben die irgendwas Interessantes gehabt? Ja, die haben genau das gleiche wie die anderen Goblins alle, also diese Kurzbögen, diese Hundeschnitter und normale Lederrüstungen. Okay, also kein Gold oder sonst irgendwas. Nein. Wie viele waren's? Das waren. Moment kurz. Nimmst du wirklich alles mit? Sicher. 14, das waren sechs solche Goblins, drei mit Bögen und drei mit Schwertern. Also drei mit solchen mit solchen Hundeschnittern und drei mit Kurzbögen. Und die Lederrüstung, ne? Und sechs Lederrüstungen, ja. Naja, wobei die Hundeschnitter bringen denen ein bisschen mehr. Ja, es sind im Prinzip Kurzschwerter. Nein. Ich frage mich zwar, wie ein Zwerg neuen Lederrüstungen tragt, so nebenbei. Ja, am Anfang ist das immer. Ab dem zweiten Kapitel fangen wir dann ein bisschen mit wie viel das man tragen kann und wie viel Sackeln das man braucht und so. Tragen können tue ich, ich habe viel Stärke, aber logisch ist es halt nicht, weil Lederrüstungen. Ohne Sackel kannst du es normalerweise nicht tragen. Wenn du keinen Rucksack hast oder sowas nicht tun kannst, dann kannst du es nicht tragen, weil man. Kannst du es schon tragen, kannst du dann nicht mehr kämpfen, ne? Ja. Irgendwie zusammenbinden, so ein Konglomerat. Gut, na dann wollen wir uns da links weiter umschauen vom ersten Raum aus oder allgemein für heute ist einmal die Umschauerei vorbei. Also die Kämpferei und Umschauerei.
Wir haben eh in Chefe umgehockt und da oben geht es sicher irgendwo weiter mit irgendwelchen also Schlüsseln. Ihr habt den, vor allem diesen Schlüsselbund von diesem Chef gekriegt. Genau. Ja, die Frage ist, können wir uns da unten links in dem Raum noch schnell weiter umschauen, damit wir wissen, das nächste Mal, okay, wir brauchen nur noch oben weitergehen. Na, das macht alles nächstes Mal. Ja. Das heißt, das nächste Mal, wenn der Marco wieder dabei ist, kommen wir zum Looten. Hm? Genau. Ja, du, na passt. Da lootet sie hoffentlich oder vielleicht die ganzen Shots vom Goblin-König. Vom Erl-König. Ja. Super. Na passt, ne? Gut. Dann hat mich gefreut, war super. Danke. Ja, voll. Bis zum nächsten Mal, hätte ich gesagt, ne? Also nächste Woche irgendwann, ja? Ja, gibst du wieder Bescheid, einfach Jason. Ja, wir schreiben einfach über Skype da und so. Ja? Ja. Passt. Dann ciao. Servus.